So, check 1, 2. Hallo. Das ist eine allgemeine Zeitung. Und dann haben wir noch, wir sind die Herrschaften hier zurecht. Tierschweiger. Haben Sie noch Kontakt zu Tierschweiger? Zurecht sind auch Hessen. Wir sind alles eine. Wir gehören zum Verlieren. So, wo sind wir denn heute hier? Hallo. Die Stadt, die wir entwerfen müssen. Hier Gießen. Den Witz habt ihr noch nie gehört. Ich beginne den Tag mit Weinen. Der Tag endet mit Weinen. Der Tag endet mit Weinen, dazwischen weine ich. Nee, ich stehe auf, ich versuche ein bisschen Sport zu machen, damit man irgendwie nicht so feststeckt. Und was man übrigens auch immer macht, wenn man im Drehbuch schreiben nicht weiterkommt, dass man rauskommt und dann jogge ich immer am meisten, tatsächlich. Aber ich versuche das Schreiben, also das geht immer, das Schreiben selber geht relativ schnell, weil also was ich immer relativ lange mache, ist halt davor die Geschichte wirklich abzusuchen und was können die beiden machen und wie kann man sie noch mehr unterschiedlich machen und wie kann man noch mehr Spaß haben und was wäre noch eine lustige Situation und so. Also da suche ich lange vorher. Matthias, wie kommst du eigentlich auf die Geste unterschiedlich machen? Unterschiedlich, die Charaktere trennen. Wie viel steckt von dir mit drin an Ideen? Hast du dich mit eingebracht? Nee, ich habe, das war wirklich so, dass ich gesagt habe, in der Arbeit, habe ich dir jetzt angeschlossen oder was? Nein, ich schaffe das selber, weißt du noch. Ich habe wirklich gesagt, dass ich eigentlich mit der Entwicklung des Buches gar nicht so viel zu tun haben will, sondern erstmal auch eine Fassung lesen möchte, zu der ich dann meine Meinung abgeben kann, aber das war ganz gut, dass Flo das separat von mir auch gemacht hat, weil er musste seine Geschichte erstmal finden und mit meinen Ideen wäre dann auch wieder so ein Kauderwelsch rausgekommen. Deswegen war das der Weg absolut richtig. Ich habe mich dann gar nicht so eingebracht. Matthias ist aber unbewusst sehr viel eingeflossen. Okay, könnt ihr beide nochmal kurz eure Lieblingsszene beschreiben, welche das ist? Ich habe ein paar. Also ich habe Lieblingsfiguren. Ich mag sehr gerne die Frau Patton und ich mag auch sehr gerne die, immer wieder komischerweise, die Brautjungfer. Sehr, sehr gerne. Die Brautjungfer ist auch meine Lieblingsszene. Wirklich? Ja. Für mich ist der ganze Film eine Lieblingsszene, muss ich sagen. Ich dachte jetzt die Kussszene vielleicht auch. Nee, die Kussszene, nee. Nö. War es so schlimm? Nö. Das war weder auch schlimm noch. Weder schlimm noch gut. Alles dazwischen. Wie groß war die Herausforderung für einen solchen Film, damit man eine gute Mischung aus Spaß, Trauer und Ernsthaftigkeit bekommt? Und was sind Ihre Erwartungen bzw. Hoffnungen für diesen Film? Naja, also Trauer ist ja da noch gar nicht so viel drin, sondern tatsächlich eigentlich eher am Anfang vielleicht mal ein Schock und dann geht es eigentlich auch schon los, dass man sagt, okay, wir stellen uns nochmal auf die Hinterbeine und drehen das um. Eigentlich war das erstmal das Ziel, eine wirklich klare Komödie über den Tod zu machen. Und das ist so, wie man jetzt die Leute sieht, ist es gelungen. Und deswegen ist das natürlich jetzt auch einer der schönsten Momente für uns, den halt mit Leuten zu sehen. Gab es während der Dreharbeiten auch Momente, in denen Sie sich gegenseitig so auf die Nerven gegangen sind, dass man voneinander eine Auszeit brauchte? Also lustig, dass du uns siehst. Ja. Es war am Anfang nerviger als am Ende. Wir sind uns wirklich näher gekommen, auch als Freunde. Und es wird stetig von Tag zu Tag immer besser. Also mittlerweile sind wir verwachsen an der Schulter. Die Freundschaftsbeziehung, die wir führen, es wird immer. Und natürlich, klar, wir haben viele Sachen zusammen erlebt, wo wir auch uns hätten eigentlich direkt eins ins Gesicht schlagen hätten können. Das haben wir nicht getan, sondern wir haben es versucht auszudiskutieren oder halt gar nicht geredet oder ich bin einfach weggerannt. Aber mittlerweile ist es ein Weg voller Höhen und Tiefen, aber wir sind stetig immer bessere Freunde geworden. Und ja, jetzt haben wir gar keine Tiefen mehr, weil. Ja. Das war, erstmal hatten wir immer Auszeiten voneinander, weil Matthias natürlich auch einfach abends heimgehen konnte und irgendwie sich am Strand irgendwie Selfies machen konnte, ja, während ich irgendwie Locations suchen musste. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, weil wir sind nicht voneinander wirklich so abhängig. Das heißt, wir können jetzt einfach uns entspannt ins Auto hauen und quatschen. Richtig. Das stimmt. Und wir haben ein bisschen was zusammen erlebt. Und das verschweißt natürlich.
Verschweißt? Das Verschweißt? Das Verschweißt wie so ein wir verschweißen Plastik. Ja. Wer kennt es nicht, das berühmte Verschweißen? Was war der schönste Augenblick während der Dreharbeiten? Für mich war es, als wir nach Deutschland und nach Kapstadt, wo wir sehr, sehr viel die komplizierte und schwierige Szenen und aufwendige und teure Szenen hatten. Und als wir das dann verlassen haben und in die Landschaft gefahren sind und dann wirklich auf die Reise gegangen sind, das war für mich der schönste Moment. Für mich war mein schönster Moment, es hat geregnet in Kapstadt und ich bin rennen gewesen, joggen, am Lion's Head und da gab es so eine kleine Strecke und es roch so ein bisschen nach Frühling in Deutschland. Und das fand ich irre. Man rannte durch Kapstadt und es roch nach Frühling in Deutschland. Werde ich nie vergessen. Bester Run meines Lebens. Warst du selbst auch mal auf dem Lion's Head? Ich war nicht ganz oben auf dem Lion's Head, aber um den Lion's Head. Warst du oben auf dem Lion's Head? Ja, ist schon schön. Lohnt sich. Ne? Ja, auf jeden Fall. Da hätte ich direkt eine nächste Frage. Wie wird sowas eigentlich gemacht? Die eine Szene mit dem Löwen. Ich war selber mal auch, also zweimal in Südafrika, einmal mit dem, auch mit dem Fernseh-Kika-Kanal. und da haben wir halt auch so was, ein Kinderkanal, und da haben wir halt auch so eine, mit Löwen sind wir sozusagen spazieren gegangen. Ihr seid ja mit Löwen spazieren gegangen? Mhm. Ja, war ganz cool. Also wir sind nicht mit Löwen spazieren gegangen. Ja, aber ja fast, ne? Nein. Nein, war das jetzt alles nur Fake? Trick. Film macht's möglich, aber wollen wir jetzt hier, das ist ja, die Zuschauer haben es ja vielleicht noch nicht gesehen, dann machen wir vielleicht die Illusionen kaputt. Das stimmt, nee, wir waren mit dem Löwen spazieren. Ja, wir waren mit dem Löwen spazieren. wenn ihr beide krank seid, seid ihr eher dann pflegeleicht oder benehmt ihr euch wie eine Diva? So. Diva. Also, ich bin eher so, Nee, Diva bist du keine. Nee, gar nicht. Ganz arm bist du halt. Ich will dann eher... ich will dann eher in Ruhe gelassen werden und bin lieber alleine. Ich leide zwar und man ist allein und man will, dass sich jemand um einen kümmert, aber wenn jemand da ist, der sich um einen kümmern würde, würde das mich auch schon wieder nerven. Deswegen bin ich lieber allein. Und bei Flo ist es so, das ist der Wahnsinn. Ist schrecklich. Müssen alle vom Zimmer alle stehen bleiben, alle müssen immer jederzeit bereitstehen, ne? Alle, wirklich, alle. Nee, ehrlich gesagt, wir hatten so eine Influenza-Welle in unserem Team und vier Leute sind ausgefallen, teilweise sogar ins Krankenhaus und ich eben auch. Nicht ins Krankenhaus, aber ich bin ausgefallen und ich musste ins Zimmer und eigentlich ging es mir schon gut, aber ich durfte niemanden sehen, ja, weil ich war in Quarantäne, weil ich niemanden mehr anstecken durfte und das war grauenhaft, weil ich bin runter in den Frühstücksraum, alle so, hallo, geht's dir gut? Und sind aus dem Frühstücksraum rausgegangen und ich habe die ganze Woche, kann ich mir vor, als hätte ich die Pest oder sowas. Ja, und dann kam die Kussszene. Das ist richtig. Da braucht er einen Snickers. Was? Da braucht er einen Snickers. Ja, das ist richtig. Wie nervig ist es, auf einer solchen Promotour ständig die gleichen Fragen gestellt zu bekommen? Na, es ist vielleicht gar nicht so nervig, aber irgendwann hört man sich natürlich nur noch selber reden. Dann wechseln wir uns einfach mal ab und man beantwortet die Fragen vom anderen. Dann redet man einfach irgendwann mal nur noch Scheiße, um sich selber damit zu vergnügen. Und dann versucht man wieder ernsthaft zu antworten. Und dann lügt man auch einfach. Dann lügt man einfach nur noch. Um einfach mal wieder auch andere Antworten so einzubringen in die Presse, in den Presselauf, dass die Leute einfach Sachen schreiben, worüber man wieder diskutieren kann. Ne, das ist, aber tatsächlich kommen ja auch manchmal Fragen, immer wieder, die wir noch nicht gehört haben. Die uns umhauen. So wie die gerade eben, die kam auch zum ersten Mal. Ja, jetzt wegen nervigen Fragen. Ja. Das jetzt mit deiner Höhenangst, das hast du jetzt schon tausendmal gehört, denke ich mal. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn eine Kamera jetzt dabei ist und du irgendwie auf dem Berg jetzt stehst, Tafelberg oder so, hilft dir das irgendwie? Also ich könnte mir das vorstellen, dass du dich dann automatisch sicherer fühlst. Das ist eine gute Frage tatsächlich. Wenn eine Kamera mit dabei ist? Ja. Also zum Beispiel bei mir war das so mit den Löwen. Ich hatte nicht mehr so viel Angst, die anzufassen, weil das muss ja gut gehen. Das ist Kinderkanal so. Da ist eine Kamera. Okay, das ist gut gedacht. Ist aber auch spannend, weil wenn es nicht gut gegangen wäre, hätte der Kinderkanal das auch nicht gesendet. Ja, okay. Also, ne, aber es wäre woanders gelaufen. Nee, aber natürlich, eine Kamera zwingt dich dazu, dich natürlich verhalten zu müssen. Dass du halt sagst, ey, okay, ich traue mich jetzt für die Szene, mache ich das so und so. Wirklich, ich schaffe das, aber oftmals ist es auch so, wenn wir zum Beispiel, wir haben auf dem Kran gedreht und auf dem Kran war es für mich überhaupt nicht lustig. Da werde ich dann eher steif und halte mich wirklich fest. Obwohl wir natürlich schauen, dass alles gemacht wird, dass das eigentlich nichts passieren kann. Ja. Okay. Klar, man wird ja nicht bescheuert sein und die Schauspieler, oder man wird es an den letzten Tag des Drehs drehen. Ja. Dann könnte man das machen. Könnte man
Gegenseitig, momentan wäre es ja gemeinsam. Ja, Moment. Du meinst so, wenn wir halt keine Ahnung für machen? Also ich muss ehrlich sagen, ich gönn's Florian nicht. Und dieser Zug der Verbitterung steht ja sehr gut. Nee, natürlich, wir sind ja Freunde und Kollegen und Partner, also das ist... ich glaube, es ist beides, oder? Ja, aber es ist auch so, umso besser es für den anderen auch läuft und immer, es muss halt einfach, es kann nur der ganzen Filmbranche gut tun, wenn zwei Jungs mit Sachen vielleicht auch erfolgreich sind, weil das halt einfach der ganzen Filmwelt auch in Deutschland hilft, weil die Leute damit ins Kino gehen und dafür ist es Es gut. Es ist tatsächlich so, aber es ist beides. Natürlich wünscht man sich auch immer selber, dass man sagt, ich möchte das, also je nachdem, was man für Ziele hat natürlich. Also es gibt diese Kindereifersucht, die gibt es schon, ja, aber das schließt sich überhaupt nicht aus, dass man es dem anderen nicht gönnt oder nicht möchte, dass der andere das hat. Ja. Wofür bewundert ihr euch gegenseitig? Was magst du an Matthias besonders? Wofür schätzt du ihn? Ja, Matthias ist ein Kernkraftwerk und hat eine Energie, ich weiß nicht, woher sie nimmt. Ja? Der steht am Morgen auf. Hier, während ich noch sage, ich muss einfach nochmal schlafen und dann eigentlich muss ich heute nochmal acht Stunden schlafen, ist der schon auf dem Schloss gewesen und war im Wald der hat auch die Fähigkeit, Leute so mitzureißen. Der kann 40 Leute wirklich mit ein paar Gesten kann er die echt so motivieren. Manipulieren natürlich auch. Ja. Und bei Flo ist es halt so, dass Flo ist jemand, der es ist der sinnlichste Mann, den ich kenne. Das ist so unglaublich gut, weil er hat... Willst du das in der Zeitung lesen? Er hat so einen guten Blick fürs Detail, dass ich wirklich... es ist wirklich irre. Der kann dich echt mitnehmen auf eine gute Reise und er ist ein guter Teamleader. Und er hat ein riesengroßes Herz. Riesig. Und ist aber auch ein Arschloch. Aber ich auch. Ja. Das ist, das muss man sehen. Es ist nicht nur alles positiv, ne? Aber es ist natürlich auch... Und die Frage das sind, war aber, was findest das, du gut? Das ist das Minimum an dem, was ich gut finde an Florian. Und er kann fantastisch küssen. Wo seid ihr euch das erste Mal begegnet? Das ist eine Frage. Das war nur eine Frage, da haben wir uns den Erfolg noch nicht gegönnt zu der Zeit. Es war zu einem Zeitpunkt, da war Matthias schon, also da hast du auch noch Fernsehfilme gemacht, ja. Aber Matthias hat ja schon mit 16 angefangen zu drehen. Das heißt, er hat schon eigentlich, ich glaube, du hast bestimmt schon 100 Filme gedreht gehabt oder so zu dem Zeitpunkt, oder? 16? Ich weiß nicht, bestimmt eine Bitte. Ich glaube, so 20 Filme, 30 Filme. Ja, auf jeden Fall. Eine Menge. Es gab einen Preis, den gibt es auch gar nicht mehr, von einer Sekt-Millionärin auf dem Münchner Filmfest, der hieß The Rising Movie Talent Award. Ja. Und da waren wir zusammen mit Matthias Köberlin, waren wir beide nominiert. Mhm. Und ich war einfach... Es waren einfach Szenen von so einer Serie. Er hatte so einen krassen Film, wo er sich so... Und ich habe den Ausschnitt auch gesehen. Was war das für ein Film? Da hast du dich in so einen gefliesten Raum so rumgeworfen und warst mega verrückt. Lulu. Lulu? Kann sein. Ja. Und er war mega, mega gut und beeindruckend, aber ich habe den Preis bekommen. Und ich habe es ihm nicht gegönnt. Und ich habe aber davor gesagt, hey, hallo. Er hat gerade mit Matthias Köberling gesprochen und habe ihn so angesprochen. Ich bin Florian, wir sind zusammen nominiert. Und ich glaube, er hat nicht mehr gemerkt, dass ich im Raum war. Und das war unsere erste Begegnung. Und es waren junge, naive Zeiten, muss man sagen. Man war jung, naiv und eingebildet. Aber danach haben wir uns ja oft noch gesehen und getroffen. Und jetzt Eltern eingebildet. Ja, hattet man doch diese eine Aktion gemacht vor dem Film. Das ist doch, jeder sollte mal ein Video schicken von seinem schönsten Erlebnis. Ja. Sage, welches Video war euer Favorit von den ganzen Videos? Da sind gar nicht so viele reingekommen. Also ich habe mich auch gewundert. Nee, ich hab die dann auch nicht gesichtet. Also ich habe die gar nicht gesehen. Wir haben aber einen kleinen Clip gemacht, glaube ich, daraus. Was spielen Sie lieber, den arroganten Macho oder den warmherzigen Liebenden? Oder du dann den Prinz Charming wie in Vivi und Tina? Oder den kalten Schlussmacher? Ich habe eine sehr interessante Analyse eigentlich gelesen. In der Welt... über das Prinzip des Oscars, dass die Hauptfavoriten im Oscar die sind, die die Emotionen sozusagen zulassen, also Figuren, denen du wirklich reingucken kannst. Alle anderen Figuren, auch deswegen, weil die Frage ist, ob Leonardo DiCaprio ihn wirklich bekommt oder nicht, das fand ich sehr interessant. Und das stimmt auch wirklich, Leonardo DiCaprio spielt immer Figuren, die ein Geheimnis haben, aber immer eine Distanz. Also er hat immer etwas, wo er dich trotzdem nicht reinlässt. Du siehst zwar, was er spielt, aber er lässt dich nicht rein. Und Tom Hanks wiederum ist jemand, da guckst du komplett rein, und der ist trotzdem sympathisant. Deswegen würde ich sagen, wir beide spielen sehr gerne auch
barmherzige Figuren mit einem tiefen Geheimnis, kleinen Problemen, aber trotzdem letztendlich auch gebrochene Männer. Nein, aber das macht schon Spaß. Also Spaß machen tut das total, weil man sich natürlich Freiheiten rausnehmen kann, die man sich im Leben nicht rausnehmen kann. Ja. So ein Arschloch zu spielen. Aber auch das Arschloch soll hier ein Geheimnis haben, ne? Wenn am Anfang im Film das Arschloch ein Arschloch ist, ist es auch schön, wenn das Arschloch am Ende nur ein Loch ist. Jetzt zum Film. Habt ihr eigentlich Angst vor dem Tod? Respekt auf jeden Fall. Also kein. Was heißt das? Respekt. Respekt ist was anderes als Angst. Ja, also ich habe Respekt, aber dadurch, dass ich weiß, dass das auf jeden Fall etwas in meinem Leben sein wird, was stattfindet. Vermutlich. Muss ich mich damit anders beschäftigen, weil Angst ist in dem Falle dann auch nicht wirklich hilfreich. Wenn ihr noch einen Tag zu leben hättet, was würdet ihr an dem Tag denn machen unbedingt? Da kriegst du, das ist leider eine Frage, worauf man immer eine sehr langweilige Antwort kriegt, weil unser Leben ist ja auch kein Kinofilm, wir würden wahrscheinlich genau dasselbe Langweilige machen, was ihr alle machen würdet, nämlich wir würden sofort natürlich die Leute anrufen, die uns lieb sind. Also insofern können wir jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie um die Welt jetten würden oder eine Bank überfallen würden oder sowas. Würden wir wahrscheinlich alles nicht machen. Hat sich denn eure Sichtweise auf den Tod im Laufe des Films verändert? Die Sichtweise auf den Tod ändert sich ja im Leben dauernd. Ja, und natürlich, wenn du dich damit auseinandersetzt, ja, ich glaube, deine auch ein bisschen. Also man hat ja, man ist ja was man nicht so gerne ins Leben reinlässt. Aber ich finde, ich habe ein bisschen lockeres Verhältnis wieder bekommen, so ein bisschen kindlicheres Verhältnis wieder. Also als Kind hat man ja da überhaupt gar nicht wirklich ein Problem damit. Also ich hatte zumindest keins und als wir im Hospiz waren, haben wir mit dem Direktor von dem Hospiz gesprochen und der hat gesagt, es ist, weil ich gefragt habe, ist es ein Unterschied? Also haben Leute, die jung sind, öfter sind die bitter, dass sie früher gehen müssen und dass sie nicht so lange leben dürfen wie jetzt jemand anderes, der vielleicht 90 ist. Und er hat gesagt, das ist vollkommen typabhängig. Es gibt 90-Jährige, die sich schreiend am Leben festhalten und nicht gehen wollen. Und er hat gesagt, das ist einfach nur deine Entscheidung, wie du gehen willst. Ja? Also jetzt, wenn du jetzt nicht vom Traktor überfahren wirst oder sowas. Aber das musst du schon selber machen. Ja? Das ist deine Entscheidung, wie du es haben willst. Das ist wie Matthias sagt, irgendwann wird es kommen und musst du ja entscheiden, wie du es haben willst. Ja? Wenn du jetzt Panik schiebst, dann wirst du keinen schönen Tod haben. So einfach ist es. Ich habe jetzt noch mal was zum Schluss und zwar, ich will das jetzt gar nicht breit thematisieren, und zwar würde ich euch gerne diese Krone geben und zwar hat das ein Mädchen gemacht, die Sophia, die ist 8 Jahre alt, die liegt hier in der, die kann heute leider nicht da sein, weil die hier im Krankenhaus liegt, in der Kinderklinik, weil die an Leukämie leidet und deswegen wollte sie euch mit der Krone grüßen und ja, ich habe noch ein Bild von ihr. Einmal hier mit der Krone und da halt wirklich, halt, wo sie halt wirklich krank ist. Also ihr geht's halt gerade wirklich nicht so gut und vielleicht wäre es ganz nett, wenn ihr vielleicht auch einen Gruß oder so zurück, dann wird sie sich bestimmt freuen. Ja, komm, wo sollen wir das aufnehmen? Hier, schau mal, da steht's ja eh schon drauf, ja? Ich trage deine Krone. Ich habe eine sehr schöne Krone, vielen Dank. Vor allem, man kann spenden, ne? Steht hier. Achso, ja. Ja, die wartet halt auf eine Stammzellentransplantation und die ist halt natürlich teuer, deswegen halt spenden. 70.000 Euro. Hier, seht ihr. Eine sehr besondere Krone.